alle wohnen in einem Haus. Und zwar die ganze Familie, Kinder und natürlich auch die Schwiegermutter. Und irgendwann sagt der Chef des Hauses, ich glaube, wir müssen bauen. Es geht nicht anders, wir müssen unbedingt ein Haus bauen. Und er holt einen Architekten und der kommt und sagt, super, sehr schön für eine große Familie und alles so zusammen. Und da machen wir natürlich was, das ist ganz klar. Und sagt, ich habe auch schon eine Idee, schauen Sie, damit Sie sich das Bild vorstellen können. Ich würde modern bauen, Sie wohnen ja da ein bisschen am Hang. Und daher für die Hanglage wäre ja ideal, einfach ein Schrägdach. Das können so einfach an die Wand stellen. Und da vorne haben sie dann wunderbar, da können wir zum Beispiel eine Solaranlage montieren und so weiter. Also das wäre einfach wahnsinnig schön. Und sie haben auch eine Höhe, nicht? Dann sagt er, ja, das mag schon sein, aber das schaut sehr groß aus, nicht? Was soll sowas kosten? Sag ich, so wie das da steht, das passt perfekt. Sie sind ja da im 13. Bezirk und in Hietzing baut man nicht billig, ich schätze 2 Millionen. Sag ich, sind es wahnsinnig, 2 Millionen, also das kann man nicht leisten, das ist ein bisschen kleiner. Und vor allem, ich mag es einfach ein bisschen klassisch. Dann sag ich, ja, klassisch ist immer noch der alte Giebel, das ist wunderbar. Das wäre dann dieses Haus, das ist auch, wenn man so den Giebel verkleinert, auch schon um die Hälfte kleiner, das geht wunderbar, nicht? Ich sage, ja, das schaut super aus. Also das nehme ich so, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber andererseits muss ich jetzt ehrlich sagen, das Schräge davor, das hat mir schon auch gefallen. Und was soll jetzt das kosten? Ich sage, ja, das kostet 1,2, 1,3 Millionen. Naja, sag, entschuldigen Sie mal, ich bin ja kein Banker. Also das kann man auch nicht leisten. Wir machen es auf jeden Fall kleiner. Ich sage, kein Problem, dann machen wir es kleiner. Schauen Sie, dann sind wir wieder bei dem Vorschlag von davor. Machen wir einfach wieder eine Schrägfläche und so weiter. Und wissen Sie was? Das, auf diese Kleinheit, da muss man mittlerweile einen Kamin anbringen, da können wir auch günstig heizen. Schauen, da haben sie einfach ein schönes Häusl. Das schaut jetzt nicht so modern aus wie das eine, aber das hat einen wunderbaren Kamin und so weiter. Das wäre einfach ideal. Dann sagt er, ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir wirklich gut. Was kostet das? Da kann man, da kann man mit 600.000 durch. Sagt er, wunderbar, das nehme ich. Aber jetzt habe ich eine andere Frage. Ich habe eine große Familie, das haben Sie gesehen. Haben die da wirklich alle Platz? Dann sagt er, die haben auf jeden Fall Platz. Schauen Sie das so gerne. Die haben ganz leicht Platz. Die haben nämlich, ich sage Ihnen das gleich, und zwar, Sie haben da jetzt jede Menge Zimmer. Nicht? Sie haben zum Beispiel ein Kinderzimmer, ein Gästezimmer. Nicht? Und damit Sie gut leben können, haben wir da ein bisschen ein größeres Zimmer. Da haben wir das Wohnzimmer. Dann haben wir natürlich eine Küche, das ist ja klar, das braucht man immer. Und dann haben wir ein Wohnzimmer, das ist ja logischerweise auch klar. Ein Wohnzimmer haben wir. Und dann haben wir selbstverständlich dann noch eine Speis- oder Vorratskammer oder was immer. Ich sage, genau, das ist wunderbar. Aber jetzt haben Sie immer noch einen Fehler. Ich habe ja eine Schwiegermutter, die haben sie gesehen, ich war Schwiegermutter auch. Was tun wir mit der Schwiegermutter? Die Schwiegermutter hat gesagt, für die habe ich natürlich auch was, an die habe ich gedacht. Die Schwiegermutter, da haben wir was Passendes für den Garten. Sehr schön.